Cheer 1000, Cheer 100, Cheer 100. So, damit Hallöchen, Popöchen. Ich sehe, ihr dreht wieder am Rad. Darum sage ich erstmal danke mich für dein Resub. Hallöchen Frettchen, hallo Thomas, hallo Sebastian. Ich bin immer noch nicht süß. Hi Kaga. Wie ein Gefisch, Pat, Pat, ja, Öhrchen, Flauschen. Flauschen, 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 Flauschen. Wer ist noch da? Local ist da, Hallöchen. So, Thomas, danke für dein Resub im zweiten Monat. Weiter Scrolli, Scrolli, Scrolli. Ihr habt schon deinen Hype-Fan ausgelöst, ihr seid des Wahnsinns. Hi Justin. Danke fürs Klopf, Klopf, Nico. Ich habe zum Fenster geschaut, wie immer. Schön, dass Mick auch noch 5 Streams hintereinander geschaut hat. Danke, Nico, für dein Resub im schon 8. Monat. Oh lala. Warte mal. Bist du immer noch auf Stufe 3 Abonnente? Ne, Stufe 1. Nico mag den Sound. Das ist schön. Danke, Frettchen, für deine 1200 Bitte. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Kaga, vielen Dank für deine erneute Teilnahme des Streams. Ready to kill a love. Nee, nicht killen. Ihr müsst mich nicht killen. Hoi, hoi. Ich habe das Emote hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt jetzt ein neues Hide-Emote begutachten. Ja, Mick. Wirst du mal die Herr Steine ins Rollen bringen, du. Gerne. Immer schuld sein, Mick. Ja. Vor Ostern. Ach nee, den Nikolaus. Hi, Elfmann. Auf Hätchen schaut schon wieder fünfte. Ich kann schon nicht reden, Leute. Ich bin schon wieder komplett raus aus dem Stream. Du kannst in den Stream hüpfen, Mick. Kannst du mal reinkommen. Damit auch Hallöchen, Popöchen. Oder ist mein Mikro wieder stumm? Nö, nö. Dann ist gut. Danke, wo bist du für den zweiten Monat? Ja. Vielen lieben Dank. Schön.
schön, dich auch mal wieder zu lesen. Ich kann euch einladen, oder? Eins. Ich glaube, mir fehlt noch Thomas. Wir sind keine Freunde. Wie geht das? Wir sind keine Freunde. Ja, ich werde noch abgeschleckt. Ja, schrecklich, ne? Wie dies und danke fürs Papa. Der Opa wird wahrscheinlich gar nicht entkommen. Ja, du bist schrecklich, Mick. Aber ich hab dich trotzdem gern. Ja, ne? Wie viele Monate bist du schon dabei? Ich hab's nicht ganz lesen können. Ach, da. Schrecklich. Wir haben fast ein Jahr voll. Und das Twitch-Baby kommt auch nächsten Monat. Also. Steam. Oh, aber diese Zahlen. Ich habe heute schon genug Zeit gesehen. Freunde hinzufügen. Dein verschenktes Sabi. Vielen lieben Dank. Du hast ja bald Nico eingeholt. Oder? Nee, noch nicht. Bist du nicht auf dem Siegertreppchen? Ich hab gehört, Essen ist fertig. Bei wem? Was gibt's? Wie lange? Irgendwo ist Essen fertig. Na dann? Leute, vergesst nicht zu trinken, ja? Ja, Sebastian, wir haben noch einen Platz frei. Komm ran auf den Meter, wenn du möchtest. Ich bräuchte, glaube ich, nur eine Freundschaftseinladung. Nee, ich führe keine Selbstgespräche. Ich habe tatsächlich zwei Leute mit hier drinne. Ich muss suchen. Sprecht mal weiter. Ihr müsst nur reden. So, hier. Mach mal so mal auf Chat, dann müsst ihr euch hören. Man hört sie nicht? Ja gut, jetzt sind sie aber still, das ist das Problem. Ja, jetzt sind wir still gewesen. Jetzt sind wir still gewesen, jetzt hört er es aber. Sind sie zu laut? Sind sie zu leise? Erzählt doch mal. So. Passt alles. Sehr schön. Ja, ich knuffe mich. Man hört unsichtbare Männerstimmen. ja. Du läufst selten allein, sondern das im Weihnachtskostüm, ne? Wird sich noch drei Wichte ran. So. Waren wir eigentlich befreundet, Sebastian? Im Notfall kann ich ihn, glaub ich, einladen. Hallo? Jetzt hallo? Erst. Aua, hallo. Ja. Das ist gut, Mensch. Komm. Alter, Xbox, mach jetzt einen Ton. Hm? Ach, ist die da drin, oder? Kannst reinkommen, aber ich habe, glaube ich, nicht als Freund. Ich bräuchte einen Freundschafts.
Oder ich hab deinen Namen vergessen, wenn du anders heißt. Sebastian, du spielst auf Xbox, ne? Ja. Wir spielen ja zusammen Rainbow immer. Ja. Erstmal suchen, dann lade ich dich schnell ein. Ja, ich muss jetzt mal, ich habe erst gerade mit dem Controller nochmal neu gestartet, weil der mein Account gerade erwähnt, ja. Fakt. Als ob wir keine Freunde sind. Ich bin gerade ein bisschen dumm davor. Wir müssen uns eigentlich als Freunde an. Wie heißt du denn? Schon mal lange gespielt. Ja, das ist es ja. Wir sind schon in DBD drin. Was ist denn das? Für Death Sense? Nee, ne? Ha! Gefunden! Wir sind befreundschaftet, du bist noch nicht in DBD drin. Oh, ich hatte halt. Na, was ist denn das? Donut, Donald Duck in the house! Wer ist Donald Duck? Wo muss ich essen? Wird mein Nikolaus braten. Ach, Liz. Und wie geht's dir so, an Nikolaus da? Ich bin müde. Und oh, ich bin immer noch verkatert. Und ich bin immer noch verkatert von meinem Geburtstag. Das Geburtstag? Happy Birthday nachträglich. Leute, heute am 4. Leute, alles Gute nachträglich! Und ihr habt eine Stufe 2 im Mond freigeschaltet. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass wir noch Rainbow spielen. Alles Gute, musst mich anschreiben. Ich hab die ganze Zeit gewartet, weil normal schreibst du immer die Leute an. Nee, Alter. Nee, mein Kopf in letzter Zeit so. Wer zocken will, schreibt dich an, sonst lass sie in Ruhe. Außer bei Lilith, weil da musste ich das letzte Mal sehr enttäuschen. Ja. Wir haben auf dich gewartet. Oh nein, Nico, ich singe jetzt aber auch nicht. Was sollst du denn singen? Nico singt schief und schnell Happy Birthday. Warum? Wisst ihr noch nicht. Sonst gibst du Ärger mit mir. Es gibt Ärger? Leute, hol die Gummihandschuhe raus, es gibt Ärger. Genau wie morgen Vodafone von mir Ärger bekommt, weil mein Internet wieder so schrecklich ist. Danke für Spatpat. Ich muss mir mal ganz kurz das Sprachnachricht anhören, Leute, ich mach mich mal stumm. Ich der einfach nur Gummihandschuhe hört und einfach sie instant spammt. Ja. Gummihandschuhe sind das Beste, was es gibt. Hab ich gehört. Ich hab das jedes Mal, dass ich mich neu verbinden muss, wenn ich meine scheiß Router neu starte. Auf Xbox? Ja. Hast du automatisch anmelden aus? Normal ist es an, aber irgendwie muss ich trotzdem jedes Mal, wenn ich den Router. Ja, du musst das bei jedem Microsoft-Software-Update der Xbox wieder neu einstellen. Ja, ich will. Was ist denn rot? Ach, wo davon? Wenn ihr eh mal gutes Internet machen könnt, wär's gut. Schon ein Verbrechen, das in einem Satz zu erwähnen. Was? Vodafone und gutes Internet, jo, weiß ich. Ja. Oh, was hast du heute so gemacht, Nick? Willst du darauf eine ernste Antwort? So. Arbeit. Jetzt gibt's Ärger mit der wütenden Dreck-Stimme. Die kann ich gar nicht. Okay, hier gibt's gleich Ärger. Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch härter. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern. Wir können Runde spielen, okay. Bin bereit. Was? Wieso wird es noch härter? Sind wir jetzt Team Rocket? Warum Rocket?
Du hast den Spruch von Team Rocket gesagt. Achso, weil ich bin bereit. So. Wer ist nicht bereit? Wir sind alle drei bereit. Du Sebastian, der braucht noch, hat gesagt, wir können noch eine Runde spielen vorher. Dass ich verstanden habe. Das endet gleich so wie bei mir das letzte Mal. Wie ist es geendet? Ja. Dass mein Controller kotzt. War das das, wo du plötzlich rausgeflogen bist, weil das Internet abgebrochen ist? Nicht mein Internet. Seine Connection zu Discord war weg. Das letzte Mal, wo wir zocken wollten, musste man ja uns anrufen auf Discord. Hast du das Kabel jetzt endlich von deinem Kollegen geholt? Ja. Sonst würde ich ja jetzt nicht im Discord sitzen, ne? Wirklich? Wirklich? Meinst du wirklich? Was ist denn das denn? Überprüfen Sie deine Familie. Ich muss nachher noch Keksteig-Rezepte rausrücken. Oh. Ja, ich nehme auch ein Rezept. Welches willst du denn? Alle. Alle? Gute Entscheidung. Alle. Das ist immer eine gute Antwort. Oh nee, wir spielen gegen alle. Chucky. Hallo, Chucky ist eigentlich ein Süßer. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Oh, ich gehe schon Gänsehaut. Ich mag kleine Flitze-Dinger nicht so. Er nimmt mich zu sehr an. Naja, Lilith, du musst extrem gut auf Büsche aufpassen. Der ist da drin fast unsichtbar. Oh, nice. Nein. Mhm. Ich will das nicht. Oh. Das wird scheiße. Ach, aber wisst ihr, was ich hab mir. Der war ja im Angebot so. Nicht im Angebot, hat halt nur 4 Euro gekostet. Ich hab mir erstmal geholt. Ich mag ihn zwar nicht, aber ich hab mir geholt. Ich hab ihn nicht. Ich hab, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Oh. Es ist schon 2 oder 3 Jahre her. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Oh, genau. Den Ruder nach unten euch starte. Warum? Weil Vodafone scheiß Internet am wieder ist. Weiß ich nicht, hatte noch kein Problem mit denen. Danke für mich, Pat BDW. Und jedes Mal, hä? Das ist eine Kack-Map für Chucky. Ich will erstmal gegen Chucky spielen, ist das für mich eine scheiß Map. Alle Maps, wo es Gras gibt, ist scheiße gegen Chucky. Zumal ich schon übelst Puls habe von ihm. Puls? Ja, er ist bei mir! Cool. Ist das nicht ein Radiosender? Ich hab ihn am Arsch! Ja. Jetzt weißt du aber, was ich meine, Lilith, ne? Ja, er ist schnell und hässlich. Und der bumst mich gerade ein bisschen. Oh nein, meine Aufgabe, vom Killer gebumst zu werden? Nein, ist nicht meine Aufgabe, vom Killer gebumst zu werden. Ich bumst den Killer! Und danke für deinen Follow! Meister, danke für dein Waido. Ich hab keine Mods gerade da. Ich hab keine Mods. Und ich war gerade gejagt. Schlechtes Timing also. Der Kamelle ist geworden. So, mich selbst. Na, apropos Kalender, ich muss noch die letzten 4 Tage öffnen. Noch nicht gekostet? Oh. Nico! Die also falsche ich kann die Ente schmeckt sehr gut. Oh, Mick. Ich halte noch 2 Schokolade. Danke für dein Follow. Ahoi Brause. Welche Ahoi Brause mag ihr am meisten? Waldmeister. Ja, der gute alte Stoff. Hat Krone auch nicht schlecht. Ich kenne halt nur leider nur Waldmeister, das ist halt mein Problem. Oh. Ich sehe Tapsen! Oh, sind hier Tapsen! Ich sehe sie auch, aber passiert nichts. Echt? Ja. Was ist das dann? Was? Oh ja, danke, hallo. Ja,
Gehen wir verteilt. Nein. Alles außer Waldmeister. Nico! Kein Waldmeister. I see. Ist der hier fertig? Der ist fertig. Also Nico, schon mal Waldmeister-Tee hinstellen. Okay, hab verstanden. Magst du Nico nicht? Ich hab verstanden, jeder, der Waldmeister trinkt, rauszuwerfen, okay? Nein, wird keiner rausgeschmissen. Okay, das heißt, Sebastian wirft dich erstmal aus, weil du theoretisch Waldmeister drin flellest. Ja. Hui. Zum Glück hat er keine Rechte. Ah, fuck. Jeder, wo kein Waldmeister trinkt, wird rausgeschmissen. So. Ja, Pauli. Waldmeister Beste. Ja, aus dem Hause habe ich immer noch Eis gemacht. Ey. Kommt wieder. Vorsicht, kommt. Betunnelt wird nicht, du Stück etwas. Oh, komm, ich jump, dein Ernst? Krieg ich's hin, einen Shoutout für den Meister zu machen? Moment. Muss den Namen kopieren. So, ich hab's hingekriegt. Hehe. Ich muss aber nachher doch mal ganz schnell Ding ausmachen. Weil jetzt habe ich mich auf dem anderen Bildschirm nochmal. Ah, Lilith hat sich dreimal aufmacht. Ja, ja. So sehr von ich hab mich nämlich selber geradet. Man kann sich selber raiden? Ja, ich war halt in dem Raid mit drinne. Ich wollte gerade sagen, sie war ja bei dem Raid von... bei Demon. Mein Meister. Mein Bär. Ich wundere nicht, denn die halt schon sehr lange Meister. Schon fast 2 Jahre. Ja, Dezember werden es, glaube ich, 2 Jahre, dass ich ihn Meister nenne. Oder ein Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Bin wieder lost. Ach, keine Sorge. Ich und meine Kollegin nennen uns freundlich mein Löwe, mein Bär. Ja, komm doch. Bärchen. Also wir nennen uns regelros immer Arsch. Oh. Also ich kann das in der Hose hassen, oder warum? Nö, aber egal, wen ich auf der Arbeit anspreche, Arsch 1, Arsch 2, Arsch 3. Und dann noch Mega-Arsch und Doppel-Arsch und Boss-Arsch, was? Ich komme ins Game schon mal, wenn das schon mal wird. Mick, ich versuch's. Haltet euch! Ich sag's ja. Opa, es kommt für dich! Bruder, immer dreimal Leuchtkarte. Aber Opa wollte helfen! So, wenn du hängst im Keller? Rausbringen. Ey, diese Tapsen, die machen mich körre. Oh. Uns fehlen auch noch 2 Gens, aber ich finde sie nicht. Oben, hier ist noch einer. Aufpassen, der Killer ist am Hügel. Er war am Hügel. Ich hab einen Gen gefunden. Ich auch. Melli! Oh. Na, du Flausch. Ich glaube, der Killer verfolgt mich. Ich wollte gerade sagen. Ich glaub, der Killer hat mich aber auch gefunden. Mir, oder? Nee. Wie war dein Stream, Melli? Ich habe nur vorhin kurz gelurkt. Ja. Achtung, Killer kommt in den Keller. Ich sitze auch gemütlich am Chillen. Fürs kurze Hi, Hallöchen. Danke fürs Vorbeischauen. Wo zum Teufel finde ich den OP? Ich hab den Keller-Dings direkt im Auge, so. Schön, dass du vorangekommen bist. Nur dass der Hunger dich dann ja abgelenkt hat, das war ein bisschen schade.
Ich hab den Chen gleich fertig, wenn Thomas sich weiter so beschäftigt, dann krieg ich den vielleicht sogar durch. Ja, er chased mich noch. Kein Ding. Und dieses Tap-Tap, ey, das macht mir so Gänsehaut. Das ist nicht geil. Ey. Er geht mir gerade ein bisschen auf den. Ey, der letzte Gen ist oben, hier, bei mir. Der Random lässt sich von mir nicht heilen. Dann heil ihn nicht. Help! Der Chuck ist bei mir. Ja. Oben ist der Jet hier. Ja, alles gut. Aber es gibt noch mehr als den einen normalerweise. Ich bin oben. Ich entschuldige mich übrigens schon mal, falls ich irgendwann sehr laut niese. Alles gut. Alles gut. Soll ich Hallo drücken, Nisa, noch alle für dich? Er kommt zu uns. Wir fummeln bei deinem Gen rum. Ah, ist hier! Er hat mich! Ich komm vielleicht sogar raus. Nein, ich komm nicht raus. Ja, ich war fast draußen. Vorsicht, er kommt wieder hoch. Ich weiß, darauf hoffe ich. Mann, Nico, ich dachte, wir haben jetzt offen. Ich wollte mich gerade freuen. Wenn man nur das im Discord hört und den Stream nicht anhat, Alter, hört sich das so falsch an manchmal. Er kommt hoch. Er kommt hoch zu euch. Er scheint reicht aber. Der kommt für euch. Geil. Meine Mannschaft tut uns nur, ey. Hard and dirty. He's coming for you. Ich suche einen Gen. Ich suche einen Gen. Bleib doch. Bleib stehen. Lauf. Wer? Laufe schon. Wer laufen soll, weiß, wer gemeint war. Der Räusper? Warum räusper du dich, Melli? Doch, Knalli, du bist super duper Knuff. Schlimm, ne, Chucky, wenn ich dich die ganze Zeit an diesem Gen nerve, ne? Ich bin jetzt rotzfrech, lauf einfach jetzt hoch, so. Mach. Ich nerv ihn die ganze Zeit schon, er konnte nicht treten. Er hat ihn blockiert. No. Oh, ich hab deine schön gekrittelt. Ja, komm da her, du Fotze! Okay. Ja, er hat mich halt auch angeflucht. Darf ich das auch? So. Das erste, was neue Leute im Chat höre. Vorsicht! Hallo, das ist ja voll normal. Ich darf nicht klarkommen. Man muss Killer immer beleidigen. Aber muss was beichten. Ich mach die Türchen vom Adventskalender nämlich nicht auf, weil ich mir das später an die Wand hängen will. Ja, kannst du auch. Ich meine, ich habe noch einen vierten verschenkt, ne? Der wurde an der Seite geöffnet, die Schokolade wird da rausgenommen im Grunde. Nee, das Ding mit der Schokolade drin ist ja auch noch wichtig. Ja. Ich leg dir so er kommt. Hol ich ihn mir raus. Du hast den auch an der Seite auf, um die Schokolade da rauszuholen. Ja, mach das alle! Natürlich! Da drücken, komm. Ja, aber ich find's halt scheiße, dass der von Knalli immer noch nicht da ist. Als ich jetzt sehr laut bin, dann führt meine Mannschaft. Weil ich schau nebenbei gerade Fußball von meiner Mannschaft. Ach, alles gut. Gucke ruhig. Ja. Ja. Also, was sagt DHL, wo das Paket sich angeblich befinden soll? An der Grenze. Jen ist gleich weg. Oh. Ja, willkommen im Saarland Frankfurt. Da ist die Fahrt.
Sorry, ich bin gerade ein bisschen laut geworden. Wenn du böse bist, ist Nico die heilige Jungfrau. Was, Mick ist die heilige Jungfrau gerade? Nein, Nico. Was? Ich bin die heilige Jungfrau, ne. Ole, ole. So, guck mir an. Wie lange dauert euer Rund noch ungefähr? Ja, der ist irgendwie durch. Ach komm. Wo liegt die denn? Warum wird mich nicht. Ah, doch, mich wird mir aufhören, sonst hätte er aber ehrlich überlebt. Scheiße. Die Jungs noch 11 Minuten. Ich hab übelst den Puls. Aber ja, noch geknuddelt wäre. Da komm ich auch nicht weg, Scheiße. Ja, toll, hier ist auch direkt der Haken. Ich hab die Runde ruiniert, das tut mir leid. 18% Verlust gibt's immer. So, aufwerten. Ich habe gesagt, ich jetzt nicht in der Brücke bin, du wärst 100%, ich will auf Freibier dabei. Freibier! Let's go. Und gleich schreibt mir 5 meiner Freunde, ey, komm nur nach Brücke, Freibier! Ah, guck mal, ich hab ne Einladung. Wer ist denn das? Wer ist Lilith? Kennt die jemand? Nee, total unwichtiges Katzenmädchen. Kann man ignorieren. Ja, erstmal blockiere. Blockiere einen Freunden. Das schreiben. Bitte nicht, Leute. Das verletzt nur. Bitte nicht. Tu das. Do it. Nein. Kein Hate. Wäre ganz lieb. So. Seit wann sind wir ganz lieb? Das ist die Frage. Wir sind immer alle ganz lieb. Hallo? Wir sind hier flauschig. ich wollte jetzt gerade noch was anpassen. Wir das Rainbow-Spiel. Das sind wir nämlich ganz lieb. So. Gammig. Dahin zurück zum Kanal. Da endet jede Freundschaft. Wo endet jede Freundschaft? Beim Rainbow endet jede Freundschaft. So, kann ich das Spiel ja jetzt mal ausschalten, wenn ich führe 2-0. Gehe ich nochmal ein bisschen in den Chat nochmal rein. Vanille. So, hab ich gemacht. Kekse stinken! Warum habe ich dir dann Kekse geschenkt? Danke fürs Backboard. Patschbart erstmal so schön am Auge war. Ja, ja. Man kennt das nicht. Patsch, 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 patsch! Ins Auge. Naja, solange man nichts anderes ins Auge schießt, alles gut. Also, Challenge also, ist. Keine Sahne, Lilith? Nein. Also, heute nicht. Heute nämlich Schlagsahne. Der würde Lilith rausbringen. Süß oder salziger?
Wir nehmen die Süße, natürlich. Das einzige tust du immer so Tränen im Auge, das kann man nicht machen. Ja, Leute, können wir nicht machen. Was? Salzige Sahne ins Auge. Eigentlich müsste ich jetzt auch auf Bill wechseln, ne? Aber ich will unbedingt mal das neue Perk da ausprobieren. Darfst du überhaupt schon wen anders spielen? Ich darf nur im Vanishit. Nur Maggie spielen. Das war nie die Regel. Ihr könnt hier spielen, wie ihr wollt, ne? Aber ich bin Opa. Ey, ich hab ne Wette verloren. Eigentlich müsste ich Maggie Thompson spielen, aber nur in seinem Chat. Ja, alles gut. Hast du mich jemals was anderes aus seiner Fang antatschen sehen, also anpacken sehen vom Charakter her? Ich glaube am Anfang mal, aber es war ganz schnell vorbei. Ist und bleibt den alten Herr. In echt ist er ja auch ein alter Mann. Ja, natürlich, Bierbauch. Stimmt, der hat immer Stimmverzerrer dabei. Ja, ja. Ich sitze hier in meinem Bademantel, Leute. Mit den Gummischlappen. Ja, den Gummischlappen. Ist schon wieder Chucky. Und hi, Slipsy. Danke fürs Vorbeischauen. Lilith ist auch die Art von Mensch, wo Sandalen Socken anziehen. Oh, natürlich. Flipflops, immer mit den schönen großen weißen Socken bis zum Knie. Mit den roten Streifen, aber mit den großen Streifen, ey. Nee, Rally, irgendwie not sexy. Das war damals der Weihnachtskalender was anderes. Schöner Weihnachtskalender. Mein Weihnachtskalender. Das auch was anderes. Ja, Leute. Also, ausgezeigt. Da habe ich mich mal schön gemacht. Da habe ich mich mal geschminkt. Also, sag doch einfach, wenn man dich so verbindet, sag's doch einfach. Nee, ihr verbindet mich mal bitte nicht so. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das Bild als Pausenszene mit einbinde, ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen tosswidrig. Ich glaube, dann wärst du gebannt. Ja. Naja, technisch gesehen ist es ja Kunst, ne? Es ist ja ein Bild. Es ist ja auch alles Wichtige bedeckt, ne? Nein. Es ist ja eigentlich auch jugendfrei. Theoretisch könnte ich es machen, aber es wird wahrscheinlich zu viel Haut gezeigt. Theoretisch würde man jetzt aufpassen auf so ein laufender 44er Zentimeter. Was? 44 Zentimeter? Ey, oh, Chucky. Wer kennst meine Schweiflänge, hä? 44 Zentimeter. Scheiße, ich hab grad meine Länge verraten. Also doch drei Spuren im Sand, ich verstehe. Naja, ich hab ein drittes Bein. Ich hab Puls. Hat jemand einen Killer am Arsch? Wo bist du? In irgendeinem Bad. Du bist im Bad? Erstmal Level suchen gehen. Ich hab übelst Heartbeat. Also lass mich wieder bei mir in der Nähe. Hi, Meg. Hab Badezimmer gefunden. Slicks, die Weihnachtskarte von mir, die zeigt ziemlich viel Haut. Da habe ich die auch nirgendwo hier verlinkt. Glauben nach 44 cm. 44 cm Haut wird auf jeden Fall gezeigt. Mensch. Und daher ist die hier nicht drin. Aber ihr könnt die trotzdem angeben. Ich werde sie euch trotzdem zuschicken, wenn ihr hier zum Beispiel Punkte einlöst oder so. Werden wir halt trotzdem machen. Aber ich kann sie halt ganz scheiße ausstellen. Nein! Ist sie nicht auf Discord zu sehen, Lilith? Die ist auf Discord aber zu sehen, ja.
Ey, das war unfair, er hat mir ein Bein gestellt. Mit dem Messer, ne? Messer 44 cm. Hä, nee, ich dachte, er hat das Holzbein von sich abgenommen, weil er ist ja eine Puppe. Und hat es dann vor ihm geworfen, so dass er darauf ausrutscht. Alter, Nico, ich dachte, wir sind schon Chat-Rush durchmäßig. Ich wollte gerade gehen, da bin ich leider über ihn gestolpert. Ja, die Postkarte ist halt echt Gäse. Muss ich halt leider zugeben. Da habe ich mich selber übertroffen bei dem Motiv. Als ich diesen Auftrag gegeben habe. Hängt an meinem Arsch! Wir müssen in Lille zu helfen. Lauf, Lille! Hallo da! Bin entkommen! Lauf! 44! Aber Knuff, ich kann euch sagen, ich habe heute tatsächlich überlegt, ob ich nochmal, weil halt heute Nikolausi ist, ne, sage, komm, wir verlosen nochmal 5 Karten. Ja, ich leider noch mein Glück irgendwem anders im Chat. Ja gut, du hast ja schon eine. Jeder kriegt ja nur eine. Das heißt, du wärst eh ausgeschlossen. Hey, komm her, noch ist mein Buff aktiv. Jetzt hab ich gebingst. Jetzt hat mir schon wieder ein Bein gestellt. Der will dich raus haben, oder? Was hast du mit dem gemacht? Hast du den gemobbt? 3 Paletten in die Fresse gedonnert. Ja gut, dann ist es verständlich, ne? Hab ich geteamt? Nee. Ich bin ein Maggie Thompson. Das war was er war. Für ein Teabag, da helfe ich nicht mal mehr, so. Nee, ich habe ihn nicht geteamt, ich habe ihn einfach nur 3 Paletten drin gehauen. Er lässt mich aber liegen. Ja, aber wahrscheinlich gemerkt, dass du schon mehrfach hingst. So. Nee, ich habe eben und Lilith geschützt. Oder nutze ich als Lockmittel. Not oder er with me, Chucky. Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt direkt in die Kille reinrenne. Das ist kein schönes Gefühl. Es sind noch sehr viele Paletten. Also Chucky hat mich verloren. Chucky sucht mich klar. Nee, Chucky ist den Opa-Spuren wahrscheinlich gefolgt. Ja, ich riech's. Ich riech's. Juhu! Ja, ich hab wieder den Opa-Harten am Arsch. Perfekt, lock ihn einfach weg, ich mach den Gen weiter. Das war der Plan! Wo ist der? Keine Ahnung, ich gehe schon Mitte. Vorsicht, Nick! Ja, ich hab das beste Timing erwischt, meinen Controller zu leer gegangen. Nein! Lille war Boden. Opa kriecht! Der wollte mich nochmal messern! Der Stichi! Ich habe ein Wildpferd mit, du! Bastian? Ja? Ich kann einen Blutspot zum Schrank hinterlassen. Nein! Ich war fast draußen! Oh. Ey, sag mal in der Nähe, Vorsicht! Ja. Ich sehe nein. Lauf mal weg. Das ist so unfair, man sieht den gar nicht. Der ist halt fucking klein. Aber nicht die Größe entscheidet, sondern die Dicke. Die Technik! Leute! Ihr wisst doch alle. Er wollte mich aber unbedingt. Ich geh weg.
Ich geh nach Hause, tschüss. Man kann dich heben, ne? Also ich bin voll. Aber er ist halt noch bei mir irgendwo in der Nähe, deswegen. Warum ich halt Taschenlampen? Ich will keine Taschenschlampen haben. Lauf! Du bist Ausgangstore. Blöder. Komm, Chucky, spielen wir noch eine Runde. Ich hab Puls! Ja, Trent, das ist das schön, wenn man noch Puls hat. Es kommt. Kleiner Meter kommt. Wir haben einen der Ausgänger. Oh, es kommt. Ich spiele mit Chucky gerade. Soll ich aufmachen? Jo, mach ich auf. Wo bist du? An der Rezeption. Komplett auf? Also ich hab jetzt noch die Entscheidung. Ja, Chucky läuft über mich drüber die ganze Zeit jetzt. Ja, Vorsicht. Okay, jetzt. Bring mich zum Ausgangstor. Ich folge dir. Wieso folgst du mir? Ich folge dir, aber danke. Raus, raus, raus hier, raus! Also sind wir alle beim Ausgang? Einer fehlt. Wir sind zu dritt. Thomas! Der Streit ums Heilen. Ja, die Dreier, ne? Wenn man mal einen Bus bauen will und nicht darf. Okay. Er hat gequittet! Was? Mann, ich wollte gerade noch ein Totem kaputt machen. Die guten Punkte! Ich brauchte die noch. Ja, Manu. Was soll das denn? Aber es geht ja gar nicht. Jacki, jetzt hat es letzte 5 gereicht. Ich wäre auf Gold 3 gekommen. Na komm, das war ein Newbie. So ein Arsch. Ja, trotzdem. Einfach quitten. Aber wäre da ein guter Junge? Nein, das war kein guter Junge. Er hat den Opi angegriffen. Geile Aussage. Nee, das war ein böser Junge. Das war ein böser Junge. Also kommt, Leute. Er war 0 und hat gegen hier einen 6er, einen 5er, einen 8er und einen Dino verloren. Oh, es tut mir leid. Ein Dino. Danke fürs Pat. Und ich streck mich einmal. Wartet. Jawohl, Michik, ich trinke auf dich. Hallo. Wir trinken auf dich. Wir trinken auf dich. Ja, trinkt ihr mal das, was ich heute noch nicht getrunken habe. Hast du eine Flasche Wodka? Flasche Wodka? Wo willst du wissen, dass ich das nicht schon getrunken habe? Weiß ich nicht. Jetzt will ich noch Kniebeugen machen. Wie ein ehrenvoller Opa mache ich jetzt meine Knie. Ich fühle mich alt, Leute. Was, du fühlst dich alt? Ja, ich bin alt mit meinen 22. Und eins! Ja, auf jeden Fall. Da muss ich mich extrem alt fühlen. Drei! Jüngling Lilith. Vier! Und fünf! Wer war denn jetzt eigentlich so gemein, das zu triggern? Mein Meister. Achso, ich dachte schon, Mick war es. Nee, Mick weiß, dass ich das nicht machen möchte zur Zeit. Deswegen ja. Zeig, wann hat Schokolade an meiner Decke? Ich bin alles nur nicht ihr Meister. So mein doch.
du junges Ding, was soll Nico da sagen? Nico, du bist schön. Gut gebaut. Und jung. So. Gut gebräunt und schön gebräunt und Bruder. Ich dachte, es ist jetzt so, du bist jung, jung und halb gut aussehen. Jung, knackig, da lebst zum Anweisen. Also, wo sind die Kekse? Also bei aller Liebe, ich fühle mich mit Machen des Wechsels gemütlich. Wie bitte? Du fühlst dich alt? Mit Machen des Wechsels 20 fühle ich mich wirklich alt, ey. Ey, bin ich damit 25 auch alt? Leute, wir sind alle in der Blüte unseres Lebens. Ab 30 geht's bergab, das wissen wir doch alle, ne? Ja, aber ey, ich habe schon graue Haare, zählt das dann? Ich sag mal so, mein Blond, das wird langsam Straßenbilder blond. Das wird nicht mehr schön. Ja, okay, meine Haare sind auch gefärbt. Meine sind halt nicht gefärbt. Und dort schneiden sich schon die Ärzte. Komm nicht auf Brücke, komm nicht auf Brücke. Jetzt ist sie auch noch weit. Warum das ist jetzt der Meister, weil er über 30 ist, oder wie? Ja, wahrscheinlich ist er schon 50. Nee, er ist nicht 50. Und dort schneiden sie mir schon. Komm nicht auf Brücke, komm nicht auf Brücke. Ich kann ja nichts anderes. Ja. Kommt jemand mit? Außerdem darf ich auch weit noch böse sein. So. Ja. Oh nee, wir hatten RPD ausgewählt. Und Scholdeck. Ja. Also, wer hat was ausgewählt? RPD-Map. Ausgewählt. Außerdem darf ich auf dem Meister noch weiterhin böse sein. Ja, ja, ja. Ich hab's noch drin gehört, weil ich bin. Er hat meine Überraschung verraten. Da darf ich böse sein auf ihn. Das ist noch nicht verjährt. Überraschung? Ja. Ich habe nämlich Neko ein Paket geschickt und weiter hat's verraten. Oh, ich dachte. Ach, du hast Neko eine Post geschickt. Ah. Ja. Da sind die private Bilder. Nein. Es gibt keine privaten Bilder von mir. Jojo. Naja, ist nicht jedes Bild irgendwie privat? Schreib's mir auf den Grabstein, geliebt Meister, er hat die Überraschung verraten. Genau das schreibe ich drauf. Oh ja, da bin ich dann jetzt dabei. Ja. Ich meiße dir das so sogar noch in den Grabstein. Oh ja, so auf dem Zettel geschrieben, ne? Ein Zettel im Grabstein verbunkert. Am Ende. Wie so eine Zeitkapsel. Ist das das Alien oder was haben wir jetzt? Weiß ich nicht. Nö, gegen Xeno bin ich schon nie rausgekommen. Ich hab noch nie gegen Xeno gespielt. Gehabt. Bei Xeno hast du so komisch. Alter, Zombies, kommt mal wieder auf euer Leben klar. Also ich hab letztens das Xeno. Das Alien gezähmt, ich probier's. Getamed? Besser als getamed. Getamed? Naja, getamed ist besser als getamed. Oh, er macht beides. Was haben wir? Ich weiß es nicht. Pass auf Traps auf! Junge, es ist ein Trapper, hab ich doch schon dreimal gesagt. Nee, kam nicht durch. Kam null durch. Ich hab einen Schlüssel. Er kommt zu mir rauf, wie es aussieht. Ich hab einen lila Schlüssel, was bringt der nochmal? Du kannst die Luke öffnen, wenn sie geschlossen ist. Oh geil, erstmal eine Luke suchen. Müssen die anderen tot sein? Ah, Lüge! Nee, Wahrheit. Fuck, ich bin Keller gelaufen, ich bin ein Idiot. Passiert. Wenigstens gebe ich zu, oder? Passiert dem Besten. Also der ist irgendwo im Main. Also mit unten im Keller. Ja, Zombies sind auch untot und leblos. Und doch am Leben trotzdem. Ach, bitte, ne? Great. Ich hab den Trevor gezähmt. Hast mit ihm kommuniziert und gesagt, ey, lass uns raus? Hast mit ihm gefalscht? Also jetzt zwei Opis. I see.
Wo ist der andere OP? An dem zweiten Chat. Jetzt ist es tatsächlich eine 50-50 Chance, ob ich den richtigen OP finde. Oh, der OP hängt ganz schön nah und der kommt zu mir! Okay, ich glaube, er hat mich nur outgeplayed. Es kommt! Scheiße. Vorsicht, hier ist irgendwo eine Trap! Vorsicht! Hier geht's runter. Let me heal you! Hast du vielleicht eine Kippe für mich? So eine schöne vom... Ich hab eine Fleischkippe, wenn du willst! Hast du eine Falle, hast du eine Falle getreten! Wie dumm ist der bitte? Nee, er wollte mich halt unbedingt haben. Ich hab mich so, ist das ein Camp oder was? Trap laufen muss. Ja! OP-Angriff! OP, mach einen Fummel, Fummel! Nein, er campt nicht, er läuft mit mir unten rum, holt ihn euch! Ja, der andere OP geht doch schon. Ich fummel oben am Gen rum. Fummelst oben am Gen rum? Ja, an der Ecke, wo du vorbeigelaufen bist, war ein Gen. Ah ja. Ja. Hab ich vorher schon mal betatscht, und dann musste ich das weiter betatschen. Scheiße. Ja, die Gude vom Alboro. Ja. Den zieh mal durch, Leute! Obi Power! Obi entschärft mal kurz was. Nein! Oh, da ist die andere Treppe hochgerannt. Danke, Holy, für den Follow! Wir kommen bei euch gleich voran! Fenster sind rechts, Kuschelkissen sind links! Hast alle können gegessen werden! Nee, ich muss korrigieren, ich habe die Fenster schon zugemacht mit Holzbrettern. Was? Ah, nur die im Erdgeschoss, oder? Keine Fenster mehr für Insassen. Nein. Alle. Schade. Was ist denn mit unseren Fluchttunneln? Muss ja aufpassen, dass Nekus nicht raus. Auch zugemacht. Alles zu. Ja. Komm ich jetzt nach unten? Sie könnte mich mal an meine Marge leiten. Er ist in seine eigene Trap gelaufen. Ey, ist das nicht die Resident Evil 2, Map? Ja, ist es. Campt er dich? Mein Camperbalken geht nicht hoch. Ich habe heute Falle. Entschärft dich dann jetzt. Hi, Wolf! Kaputt gemacht. Also gut gemacht. Ja. Oh. Ich hab alles zugeschreibt, ja. Hast du den Tod mehr? Hier ist der Falle! Ah, Scheiße! Ben Granate! Ich hab den Hack! Engel! Knuffis, rettet eure Leben! Er stellt die Falle wieder auf hier drüben! Opi, wir müssen weg hier! Lenken Sie mich! Feuer in der Hose! Was? Feuer in der Hose? Aua! Er hat Lightball dabei. Not blendbarer! Okay. Weil er wurde schon direkt von meiner Selbstgranate geblendet. Sorry, ich wollte supportieren, aber es ging nicht mehr. Dann hinter doch! Ich hab gedingelinkt! Gedingelinkt? Gedingelinkt! Weg hier! Gedingelinkt! Wo ist denn der jetzt? Oder kann ich dich holen gehen? Voll. Wurde geholt, okay.
ein kleines Mick. Ich komm zu dir. Das ist... Alter, war das knapp. Geht doch mal der Trip! Ah, zu gut. Ich wäre fast reingerannt. Ja, ich hab dich da drin spät sehen schon. Zu gut. Ihn. Wir müssen noch kurz eine Trap entschärfen, bevor ich da noch reinrenne. Ja, ich geh dann für den Unhook und du machst den Gendern hier fertig. Ja, ich entschärfe aber hier das Feuer. Ja, natürlich. Ich kenne bei deinem Glück, läufst du da das nächste Mal rein, weil du jetzt weißt, dass sie da ist. Ja, und zwar volle Bulle. Mit Anlauf springe ich da rein in die Treppe. Lauft! Das ist nicht schwul. Nein, ist es nicht. Komm, lass uns mal ein. Ich bin doof. Ich lauf extra auf der anderen Seite lang und denk mir, wird schon nichts passieren. Und lauf rein. Connection. Oh. Von zwei Opas befummelt. Ja, nennt man doch einen platten Dreier hier. Bodyblocked! Wir haben ihn bodyblocked! Mick! Mein Killer! Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, aber ich hab's jetzt hier! Also ich hab nicht abgeschmiert. Nee, hast du nicht. Ich hab die Falle entschärft vor seinen Augen. Ich fand er nicht so geil. Knuffis, wo seid ihr? Es wäre nett, wenn ihr ihn nicht nach oben bringt. Ich hab ihn nicht am Arsch. Such euch nur. Ah, hi. So, jetzt gibt's erstmal die. Die gute alte Opa-Befummelung. Die gute alte Opa-Massage. Au. Er kommt irgendwo. Wie ist was passiert? Egal, ich bin das. Gute, aber alte Handarbeit, ne? Ja. Wie früher in Vietnam. Wir müssen uns beeilen! Ich hätte dich noch heilen können! Nee! Nein, jetzt bist du ja raus! Obi! Ja, Obi raucht jetzt erstmal eine Zigarette im Himmel. Geil. Ich darf nicht mit euch fummeln. Oh mein. Ich hatte gerade ganz kurz Herzinfarkt, die Falle ist zwar. Ich hab, aber ich bin trotzdem übergelaufen und dachte mir so. Weiß ich halt nicht. Ich kann dir dazu nicht viel sagen, Nico. Also. Das, was sie aktuell ist, ist sie oder es. Ich weiß jetzt nicht, ob es männlich ist oder weiblich jetzt. Ich zieh den Killer weg.
Daher, ja. Sollen wir Ausgang aufmachen? Ja. Ja. Perfekt. Wir sind bei dem am Mittelpunkt Dingsbums da, wo Sebastian gehangen hat. Aha. Direkt außerhalb der Police Station. Hälfte fertig, Dreiviertel fertig, kannst herkommen. Ich lauf dem doch jetzt in die Arme. Ja, Opi ist raus. Opi sind raus! Die Luke! Nimm die Luke! Jawohl, Kacke, ich trinke was. Danke fürs Badbad. Die Luke ist hinter dir direkt, Mick. Ja! Sind wir alle raus? Reiner! Ja. Nice! Aber ich musste mich erstmal befreien, ja? Ja. Musstest du das? Oder wolltest du das? Ja. Alle sind raus, außer ich. Sowohl halt auch. So, Knuffs, ich brauche eine ganz kurze Pipi-Pause. Ich habe so viel getrunken. Gleich wieder. Warte. Nicht nochmal. Mein Fläschen platzt so schon gleich. So, bis gleich. Erstmal direkt. Da werden sich hier tote Körper reingeschoben. Ja, in der Arbeit. Okay. Ja, in der Arbeit. Lilith, in der Arbeitsgruppe, ja? Ja. Wenn es kein Thema gibt, werden da einfach. Ja? Tote Körper reingepostet. Aha. Ich hoffe, es waren nicht Patienten von euch. Wenn da Nein, tote aber Körper das reingepostet werden. Alter! Und das löst dann stundenlange Diskussion aus, wie Danke man das verhindern kann.
Ich sage euch nur ein paar Nachrichten aus unserer Freundesgruppe. Danke für die Explosion und danke fürs BB. Ich sehe, ihr war Party. Party. Come on, Party. Let's go, Party. Sorry, das musste sein. Du stehst mit meinem Namen. Ach, du stehst mit deinem Namen. So, das da. Was steht für Babys? Ja, und dafür stehe ich mit meinem Namen. Aus Blood! I need your blood! Danke für ein Blut. Ich will Blut auch. Schönes Blütchen. So ein schönen Blutcocktail jetzt, so Bloody Mary. Was hält ihr davon? Hm? Ja, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Naja. Gibt auch was Stärkeres zur Auswahl. Ein Zombie. Zombie. Ja, ich hab noch was Stärkeres zur Auswahl. Bubble, bubble, bubble. Need no schwabbel. Bato, bubble, go. Das ist ein Lüge von meinem Ment. Bubble mit Need no schwabbel. Danke für die Bubbles. Ich hoffe, die wurden auch getriggert. Ich hab's gar nicht gesehen. Also bei mir, ich hab keine Bubbles gesehen. Du hast keine Bubbles gesehen? Muss man mal testen, Moment. Aber es Pat kam. Bubbles. Ich hab tatsächlich nicht drauf geachtet. Bubbles sind da. Doch, funktioniert. Danke für die Pat. Da sind Bubbles. Ja, doch, da. Minimal Bubbles. Da. Ja, ihr seht da. Sie. Da. Ganz schön jetzt. Ja, sind ja auch nur Bubbles, ne? Es gibt bereit. Auch große Bubbles. Es gibt große Bubbles. Wir ziehen uns jetzt nicht die Bubbles durch die Nase. Ach nee, nicht. Ich wollte es aber gerade machen. So. Oh, Spaß. Kann man morgen gerne machen. Morgen? Morgen ist Donnerstag, oder? Morgen habe ich frei, also morgen können wir es gerne machen. Ich habe morgen keinen frei, ich muss morgen arbeiten. Am Freitag auch. Und dann habe ich Urlaub! Dann könnt ihr mich mal. Dein Blutland liegt Lilith normale. Erstmal normale Flieh. Aha, aha, salzige Lippen. Da werden seine Lippen mitgenommen. Lilith, ich bin ja Jugendtrainer. Warum sind wir Mopper? Warum wohl? Warum? Warum wohl? Wegen der normalen Bedarf. Weil du Fisch bist? Nein. Ich höre, da hat jemand morgen frei und jemand hat Urlaub bald. Ja. Ja, ihr Mobber. Ah. Warum tust du eigentlich deinen Finger auskurieren, wenn der immer noch schmerzhaft ist? Arbeite. Das ist die Regel. Weil nicht mal krank geschrieben. Man muss ja nicht zum Arzt und sagst, hier, es tut immer noch höllisch weh. Hab ich, aber es existiert keinen Grund mehr, krank geschrieben zu sein. Dann geh zu einem anderen Arzt. Ich war bei zwei Stück. Dann geht es deiner Freundin. Das gilt leider nicht. Was spielen wir überhaupt? Weiß ich nicht. Ihr müsst es dünner. Ich habe Thomas gefunden. Und Mick soll den Tisch in Ruhe lassen, also nicht den Kopf draufschlagen, weil der ist poliert. Moment, okay, warte, dann muss ich dran treten, leider. Andres, oder? Ich hab's mir nicht gerade summen hören. Ba, 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 ist ein Huntress mit Leuchtaugen. War gerade im Main Building. Ich will. Wir ziehen ihn schon durch. Lecken Sie mich. Gehen Sie mal von meinem Fett weg.
Die Feige Sau, ey. Ich bin im Main-Building am Gen. Alter! Kommt die aus dem Nichts mit ihrer fucking Axt und Backup! Alter! Komm mal her. Ja, hier. Ich komm doch schon. Ach, die mag mich nicht. Nur das Totem kaputt machen. Oh, wir müssen hier weg, sie kommt. Jetzt willst du mich aber, oder? Ich nehme mir immer noch. Ja, wir sind hartmutig, ne? Ach, oh, scheiße. Alter, mein Puls! Als ob die uns nicht gesehen hat. Dafür, dass ich gerade paranoid hochgucke. Die läuft immer noch da oben runden. Ja, die ist krass geil auf mich. Ja, dann halt sie mal da oben. Oh, sorry. Nein, der hat kaputt gemacht. Ich lauf wieder rauf. Sie kommt. Nee, sie ist rausgelaufen. Hä? Achte auf deine Tür, Lele. Sie hatte ein brennendes Totem, Leute. Da, wo wir den ersten Gen gemacht haben. Nein! Ein brennendes Totem. Hätte es fast durchgehabt. Tut mir leid. Ich bin einfach so voller Panik! Demütigung ist Janice dort. Ich hab das Gefühl, wir laufen direkt in sie rein, aber okay. Nein, sie jagt uns jetzt. Ich würde nicht an den Jen. Sicher? Ja. Ja, sicher. You spin me away. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen übermütig geworden. Wegen der Aktion vorhin. Wuhuhu! Meine Hand! Ist jetzt in deinem Gen, wo du wachst, Lele? Ja, ich bin gleich down. Ich bin jetzt hier reingelaufen! Scheiße! Aber der Gen war geil. Ja, der war schön. Wenigstens ist das mal on stream passiert, nicht wie das letzte Mal auf stream. Es wird wahrscheinlich auch keiner klippen, wie ich meinen Chat kenne. Holt neue Äxte? Naja. Aber jetzt kannst du es nachklippen im Notfall. Ja. Sie geht jetzt zu. Keine Ahnung. Zu mir. Ja. Oder? Ja. Ha, du Loserin! Du kriegst sie nicht. Man soll nicht lachen, kleiner Lachslauf! Oh doch, Meister, das mache ich jeden Tag. Dabei. Ich laufe doch was jeden Tag lachend in die Axt. Ich lerne euch, die Axt war nicht für mich bestimmt. Sebastian, ist jemand in deiner Nähe außer mir am Gen? Ich bin an dem Gen. Die Axt war für jemand anderes bestimmt und ich bin einfach hingerannt. Die kommt zurück. Okay. Ja, du spielst gegen die Jäger im Verkehr, man muss da lachend reinrennen, dann ist sie verwirrt. Verstehst du? Vorher ist ja das Ding angesniped. Hat bei mir leider nicht geholfen. Aua! Verdaunt! Getusch! Nur sie hat ihre Axt verworfen, das erste Mal. Ist verwirrt. Ja, Meister, siehst du? Und genauso verwirrt ist dann auch die Jägerin, wenn du die Äxte reinläufst und lachst. Hi. Mach ich halt einen Gen, oder? Ja. Pass auf, ich land direkt bei dir. Ja? Fuck. Hi. Wir ziehen ihn durch. Wir machen das. Sorry, Thomas. Also muss ich grad weg. Märchen! Na?
Wie geht's dir, Knuffi? Wo kann ich mir Touchies holen? Bei uns? Wir hängen jetzt gleich. Ich bin gerade im Main. It's so me. Malario! Der Jetter hinten ist halb fertig. Bleibt stehen, ihr zwei! Ey, macht mal zuerst den Gender hinten, der ist halt fertig. Die kommt gerade zu euch. Ach wow. Commands kann man bei Melon nicht dingsen, aber man kann hacken. Also Ausrufezeichen Hack. Man kann. Wie lost? Ich weiß ja meine Commands nicht mehr. Scheiße. Naja. Sorry. Musst du zusammenschreiben, glaube ich. Ja, man muss es zusammenschreiben, aber ich habe gerade mal eine Hand frei gehabt. Alles gut. Sie campt mich übrigens. Ja. Neue Excel. Pack All gibt's, glaube ich, auch. Wir haben den Gen so gut wie durch. Jetzt müssen wir uns auch noch heilen. Lass dich von OP heilen! Opi macht das! Ja, mit Velo, ne? Siehst du meinen Velo-Namen? Ja, ich hab auch einen Darky. Ich glaub, da hat jemand meine Commands gefunden. Am besten ja. Den Ausgang direkt auf. Wie lange schimmelten die da hinten? Sie kommt langsam, Vorsicht. Nee, sie läuft dir hinterher. Ich mach dir mal auf, ja? Bin bereit! Let's go! Holt ihn! Nein! Wir gehen da rein und tun dich heilen. Ich glaube, sie kommt. Hängt Thomas ja ziemlich nah auf. Ja, hängt mich gar nicht. Raus hier! Raus hier! Das war der Nachteil, sie wollte. Auch den Command zum Selbst-Timeout? Um was? Als sie ihn auf dem Arm hatte. Was? Ich kann. Man kann sich selbst Timeout? Hä? Okay. Ich bin jetzt Gold 3, das freut mich. What the? Man kann sich selbst timeouten. Geil. Geil. Das ist doch voll normal, oder? Macht doch jeder gerne. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Wo ist Arm? Aber ich bin so gemein und sage, ich gehe jetzt. Sorry. Du musst jetzt gehen? Ja, leider ja. Okay, schönen Abend. Ebenfalls. Kreativdose, hoi hoi. Hier passieren gerade Sachen. Was? Ich bin komplett lost. Was macht ihr? Okay, die nächste Person, die ich im Chat mal kurz nicht sehen will, der schreibe ich, sie soll Vanish eingeben. Okay. Hä? Warum wird jetzt eine Nachricht vom Moderator geleistet? Brauchst du eine Erklärung? Ja. Wenn sie Vanish eingeben, timeouten sie sich selbst. Ergo, ihre Nachrichten werden gelöscht. Ah. Nee, ich möchte kein Duell. Nein, möchte ich nicht. Leute, macht mein Chat nicht kaputt. Leute. Ich will doch nur noch mit Katzen. Den hier. Nein! Ich geh heulen, Lilith!
Dann wirst du heulen. Seit einem Jahr, eine Stunde nach deiner ersten Live gekommen. Ja, aber wenn du jetzt noch eine Stunde was hast, hast du eine Schnapszahl. Ja? Ja, ich krieg einen Haki. Ich will trotzdem heulen. Ich will trotzdem heulen. Ja, ich weiß. Also nächstes Mal versuch 2 Jahre. Warum gehen das Stunden bei dir nicht, Liv? Weiß ich nicht. Versuch's mal aufs Englisch, Hours oder so. Jetzt müssen wir hier Sachen rauskriegen. Warum gehen die Stunden nicht? Watch time. Ja. Gut, ihr habt es selber geregelt. Ich muss es nicht mehr tun. Ich bin einfach nur alle Begriffe durchgegangen, die ich so für diesen Command kenne. Das kann doch gar nicht stimmen. Ich wollte gerade sagen, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich folge seit 4 Monaten und das doch gar nicht stimmen. Das ist eine Lüge. Ja, es kann halt sein, dass es manche Sachen zurücksetzen. Wobei, doch. In letzter Zeit. Lilith war aber auch in letzter Zeit nicht wirklich live, ne? Ja. Ja, Lilith ist schuld, richtig. Hey! Ich bin nur ein armes kleines Katzeli, ne? Du bist schuld. Und das Lustige ist. Das Lustige ist, manche Bots reagieren sowieso nur, dass die Zeit anerkannt wird, wenn du alle paar Minuten im Chat schreibst. Ja. Ich schaue mir immer ihr Stream an und dann schaue ich mir die Wiederholung noch auf YouTube an. Leute, hört bitte auf, eure eigenen Nachrichten zu löschen. Das finde ich gerade nicht cool. Ich kann halt auch nichts wirklich was dagegen machen. Also. Einmal zum Rausfinden, was der Command macht, ja, okay, aber. Also, wenn du es mehrmals machst, dann sehe ich das eher so, als du willst gar nicht hier sein. So, das. Und dann kommt der hier. Warte. Ich glaube, ich habe einen passenden Emote. Bann! Hammer! Aber mit voller Kraft dann. Ja. Weil ich habe aktuell keinen Mod, der hier gerade mal zuschauen kann und mir ein bisschen hilft. So, daher. Wäre es geil, wenn ihr sowas lassen würdet. Seit einem Monat zugeguckt, 30 Minuten. White folgt ja einfach nicht. Lilith, White folgt ja einfach nicht. Ja, White muss mir auch nicht folgen. Findet mich auch so. Wenn du hier drin bist, musst du folgen. Nein, und muss man nicht. Man muss mir nicht folgen, man muss nur Spaß haben, hier zu sein. Das ist alles. Viel Spaß im Lurky. Es gibt auch kein Discord mehr, Meister, das weißt du. Mal geschrieben, nie und dann normal ausschreiben. Ich mach keinen Vanish. Der Unterschied ist, dass meins ein weiß ist und der wirkliche Moderator löschen ist grau. Ah, okay. Ja. Möchte noch mehr mitspielen? Ah. Ja. Ich wollte gerade vor, warum du noch nicht bereit gemacht hast. Weil ich fragen, weil da jemand mitspielt. Und ich gerade kurz mal in diesen Chat gucken musste, was hier abgeht. Ja, wie gesagt, 10% Verlust gibt's immer. Ja. Du findest mein DC schon? Ja, gut. Du musst halt nur Abonnent sein und dann kannst du darüber auf Discord, weil das ist connected, da kannst du da einfach drauf joinen. Nico! Meine Ohren! Ich war letztens noch Abo. Ja, da hättest du einfach drauf joinen können. Wenn du nach Ruhe wolltest, ich bin ja Jugendtrainer von einer Mannschaft. Und ich komm, rede, mal nicht alles auf dein DC. Ich muss deinen privat einladen. Also,
Also jemand müsste halt den Link teilen. Dann kommt man auch drauf. Soll ich das schnell machen? Oder? Hm? Soll ich schnell den Link mal in deinem Chat drin schreiben? Kannst du machen. Gut, mach ich schnell. Ich bin ja auf deinem Discord. Nur mit Einladung von einer Eule. Ich zähle dazu. Warte. Kopieren, Basti. Copy, paste. jetzt musst du nur hoffen, dass der Automat dich nicht blockiert. Ja, das ist das Einzige, was mir gerade noch... Das ist mir auch eingefallen. Ich weiß nicht, ob der Automat meinen Command drin hat. Dass er den drin lässt. Soll ich einfach mal ausprobieren? Mick hat schon ausprobiert, wie es aussieht. Ich war mutig genug, ich hab's mit VIP versucht. Ja, mit VIP, da hat man ein paar mehr Rechte. Einfach ein Automat in den Hintern getreten. Das war ja, wahr. So in der Art. Du hast ihn halt umgang. Mein Kopf kurz so, warte mal, mit VIP. Kannst du einstellen, dass er posten darf? Mal schauen, ob sie es getan hat. Scheinbar schon. Ich schicke ich dann irgendwas drin, so einen Link zum Beispiel, und dann bin ich tot. Und dann hat mich der Automat rausgeschmissen. Für immer. Ja, für 300 Sekunden. Nee, für immer. Er hat das Vergehen für immer blockiert, ey. Ja, ich glaube nicht, dass das so eingestellt ist. Aha. Oh, mir ans Netz. Glauben es nicht wissen. Du hast die Rolle so Subscriber. Ja, dann ist das wahrscheinlich noch so. Ja, Frettchen, du hattest das auch schon. Hast hier einen Link reingepostet, wolltest helfen. Zack, 300 Sekunden Timeout. Viel ja, Spaß im Wirken. Aber wenn sowas auffällt, ist das ja schnell fixbar. Ja. Mir fällt's halt auf und dann mach ich halt nichts meistens. Wow. Weil ich dumm bin. Nein, Spaß. Ach, wie gesagt, 10%. In der Hütte des Kellers gibt die Bodenluke, ne? Dran denken. Und wir spielen gegen Jackie. Ach nee, ich gehe wieder. Tschüss. Ich wollte ja sagen, ich gehe wieder. Tschüss. Und ich bin weg. Bye, bye. Alle das, ja. Ne? Raus. Ich bin grad ein bisschen. Sag ich, du hast jetzt den, Einfach kurz aus dem Spiel rausgehen. Sorry, Internet kaputt. Ich hab keinen Bock mehr gegen Jackie. Ich zieh mal kurz den Stecker. Wartet mal. Nichts mit Sahne, die gute Sahne. Hi, Wald, wie geht's? Nein, nicht die Sahne. Die gute Sahne. Du kannst ja doch nicht alles weiß färben mit deiner Sahne. Ich mich an, ich weiß. Alter, mein Kollege hat mir ein Video geschickt, wie es gerade in Saarbrücke abgeht, ey. Was geht denn da ab? Alter, die Party, die größte Party, ey, aber ey. Okay. Könnt ihr alle da sterben, bitte? Ich bin gerade in der Killer-Chat. Na toll. Ich hätte nicht, als wäre ich auch da, ne? Oh, ein heißer alter Knacker steht neben mir. Dir geht's gut, aber Kopf ist leer. Passiert. Es gibt Ruin. Was macht das nochmal? Lernfortschritt zurück. Ah, hallo. Random ist bei uns. Dieser Schlachter Ruin. Fuck dich, du Fremde! Mach unseren Fortschritt nicht zurück! Wie nicht? Wir machen das hier so schön! Da kommt er dazu und klisst den Knall! Ja, der hat mich auch verraten gehabt, also. Pff. Mieser Verräter, ey. Meine Intention war da einfach zu DC'n, also. Und dann dachte ich mir so, nee, das kann ich Lille nicht antun.
Mick, ich komme. Wohin? In den Chat kommt er. Juhu, hard and dirty. Egal, du bleibst hier. Wenn er kommt, benutze ich für das Volk. Oh, wir sehen dann mach doch eine Pause, oder bist du gerade in der Schule und schreibst Geschichte? Random liegt. Den war fast fertig übrigens hier, ne? Der kommt jetzt 100 pro her. Jetzt kommt er. Hört ihr auf. Ich muss nämlich abgucken. Ja, dann tu das. Ich such mal dieses Dreckstotem. Ich mach den Gen fertig. Da am Bus. Fertig. Mach nur normales Totem. Alter, beweg dich doch nicht jedes Bo, du Arsch! Oh, ja. Hi Mick! Oi, OP! Nico, du hast deinen Spaß, ich sehe schon! Ja? Hi! Hast du gerade gechased? Ich weiß, bin an einem Gen! Okay. Hatte mir die Position von deinem Fenster. Du weißt, wo der kaputte Bus ist? Am kaputten Bus vorbei, direkt vorm Ausgangstor. Ah, jetzt hab ich den. Ich suche halt gerade Ruinen, weil das kann uns echt das Genick brechen. Hallo. Ich glaube, er kommt sogar her. Egal, ich hab den Blendgranate. Ich finde aber nur normale gerade. In your face! Palette in your face! Du hast sie weggezogen! Wie schon geil! Den Randy. Ich mach den Gen mal weiter, ne? Der ist doch bad. Lauf! Sag doch, wo du bist. Ich will aber mich. Ja, gut. Lilith, wir kommen zurück zum Generator. Der ist fertig. Ich bin hinter dem Hauptgebäude. Ich wollte, dass du mich heilst, aber. Ja, dann komm halt her. Hauptgebäude. Ich hab dich da vorbei reinsehen. Runter, 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 runter. Wow, runter. Noch ein Stück, noch ein Stück. Andere Richtung, hinter dir! Chucky ist bei euch. Ja. Du elender Chucky! Er kommt. Er kommt! Nein, ich weiß. Nein, Boden. Soll ich jetzt einfach mal vom Teil des Suspekten an Jet gehen? Echt? Pff, war jetzt einfach disrespektvoll an den Ha! Hi, Haka! Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt tunnelt, ist es mies. Ich hab ja alles versucht, ihn auf mich zu ziehen, weil ich kenne doch nicht. Er kommt schon wieder. Ach, Scheiße, er hat mich. Lach mich ruhig aus, du kleines Miststück! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Er kommt, er kommt, er kommt! Indirekt drauf, wenn er dich auslacht. Lauf, Lille! Mach ich! Schon weg! Disrespekt! Ja, es ist schon so lange her, dass du mal dazu geschaut hast. Schuldig. Nein, mein Trick!
sorry, ich muss mich strecken. Boah, Alter, Junge. Ey, hör auf zu Bodyblocken, das ist unfair. So, lass mal rein, Leute. Nein, ich dich! Erst! Mann! Nein, ich hab noch den Baum auf mir! Aber Lilith. Nicht dein Herz, ne? Aber Lilith ist einfach nutzlos, dieser Buff, weil du, der läuft gefühlt schon ab, bevor ich dich antatschen darf. Lilith, das mit der Palette war doch gut, oder? Ja. Touch me! Meek! Puh. Müssen uns beeilen! Da müssen wir das. Ich habe gerade nach Hilfe in. Ah, okay. Ich kenne das Spiel nicht. Das ist das Problem. Ich bin den längeren Weg gelaufen, ne? Ich auch. Aua. Bleib stehen. Das Abstechen war sie jetzt selbst schuld. Da kommt doch hundertprozentig her. Ja, im Notfall opfer ich mich. Hier opfert sich keiner! Hier kommen alle raus, aber keiner! Wow! Er jumpt an mir vorbei! Schön, dass ihr weglockt. Ich mach mal weiter, ja? Ich glaub ihn gar nicht. Er ignoriert mich halt, ne? Er hat mich halt gar nicht gesehen gehabt. Ich saß halt noch hinterm Chat. Ich schreie die ganze Zeit, mach den Chat. Du solltest da. Keine Sorge, du solltest nicht. Jo, Alter, aber. Ich hab Lilith gesaved, das ist alles, was ich wollte. Was hast du am Hintern? So eine Puppe. Ah, passiert. Warum schreit er mich immer an? Der Puppenheini. Gehst du doch indirekt drauf. Blood! I need your blood! Ja, er will mein Blut echt haben, Leute. Hat mich auch. Ich krieg mal was. Hast du Adra dabei, Lille? Nein. Er kommt zu dir. Vorsicht, lauf, 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 er lauf. Komm den an, Huck Marisch, und du läufst. Nein! Ich muss der Killer Jack! Ich muss der Killer Jack! Es lag dir wenigstens nicht. Geh zu Killer Jack! Bin auf dem Weg. Denk dran, Chucky ist schneller als du im Sprint. Luke, geh auf! Luke, geh auf! Luke, geh auf! Luke! Luke, geh auf! Es war einfach so. Weiß ich nicht, geil. Hacker. Ich blende ihn. Ich rette Liv von ihm weg. Gar kein Palett des Respektes. Nein. Er hat dir die geschluckt. Hast du es wenigstens rausgeschafft? Ja, ich hab die Palette. Ich hab. Oh, du weißt, was ich meine. Die Luke. Die Luke. Danke fürs Backboard. Ich sag's dir. Vor allem, ich lauf außen drum rum. Und sag, bitte die Luke, bitte die Luke, bitte die Luke. Und genau dann kommt die Luke direkt neben mir. wollte ich wegen Dakimakura ausfragen.
Inwiefern? Je nachdem, was für eine Frage, je nachdem kann ich antworten. Mir geht es okay. Ich bin halt nur müde. Oh, zufällige Perks. Oh, das kann ja schon nichts werden. Jemand da Partner. Du musst da eigentlich nur hinschreiben, dass du gern Partner werden möchtest. Ist das Ducky hübsch? Wahrscheinlich hübscher als meins. Du hast einen Ducky? Ja. Zwei Stück. Wo kann man es bestellen? Ich habe Rabatte gehabt am Fake Friday. Ich habe sie mal reingepostet. Ducky. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ist ja nichts zurück. Ja, müsste aber eigentlich auch was zurückkommen. Es gab Rabatte! Ich hätte 15 Rabatt sparen können! Trotzdem zu geizig. Auf deine ganze Bestellung hättest du 15% Rabatt bekommen können. Das heißt, du hättest Kissen. Trotzdem und geizig? Oh, ich sehe schon, irgendwann muss ich noch ein paar Duckys verlosen. Ne? Alter, aber ich finde dein Ducky nett. Du musst auf den Link gehen. Ich war auf den Link. Da steht, die gesuchte Seite existiert nicht. Warum existiert die Seite nicht mehr? Ach, 15 Lilith. Ihr müsst einfach sonst auf der Seite einfach nur 15 Lilith eingeben und findet beide Darkies. Was muss ich denn geben? 15 Lilith? 0815 Lilith. 0815. Ja, Copy. Steuerung V. Bitteschön. 70 Euro. Ja. Jetzt gibt's halt zwei hier. Varianten. Einmal mit Bubis und einmal ohne Bubis. So. Es gibt zwei Varianten. Wenn du meinen Namen eingibst, dann findest du die andere Variante auch. So, aber Lille, meine Übersetzung von dem Namen war schon interessant, ne? Einfach massive Preise. Ja. Alter. Nur ohne Bubis. Hatte gerade noch die Größe. Ja. Es ist cool. Das sage ich dann größer als meine Frau, da würde ich mich dran machen. Was ist mit deiner Frau? Ich habe gerade nur die Hälfte verstanden. Bei 1,60 wäre das Ducky größer als bei meiner Frau. Meine Frau ist 1,55. Ja gut, ich bin 1,69 groß in Real Life. Das passt schon fast mit der Größe. Dein Ducky ist aber trotzdem 5 cm größer als meine Frau. Ja, du kannst auch das für 1,50 nehmen. Das ist deine Frau größer. Nee, das Ducky wird größer, ey. Dann kannst du fantastisch mit kuscheln. Und ich bin 1,72 Meter, ey. Ja, sie ist. Ist doch knuffig! Und zählt das schon als Fernbeziehung eigentlich? Nein, das ist nicht Fernbeziehung. Das sind nur Gegenteile, ziehen sich an! So, ich wollte mal ganz kurz noch den Link anpassen. Wenn das Ducky Makura da schon falsch angezeigt wird. Und ihr nicht über diesen Link da drauf kommt, ist das scheiße. So. So, jetzt wird nur das eine Ducky angezeigt. Ja, ich kann halt nur das eine anzeigen lassen. Wo ist der Bot? Mit welchem Bot mache ich das nochmal? Oh, ich habe zu viele. Ich muss mir ja noch kurz da. Joghurt tun oder so. Sonst töten mich meine Freunde noch kurz, ey. Standgebläse? Also hier wird's jetzt gerade ganz kriminell. Staring at Ducky. Na, gefällt's dir, Mick?
Welches hast du denn gerade offen? Niki, glaub ich, weg. Aber es sind schöne Modelle. Ja, ne? Nur nicht kinderfreundlich. Nein. Nur die eine also Seite ist kinderfreundlich. Die Seite ist kinderfreundlich, die du gar nichts kinderfreundlich, ja. Die eine Seite ist kinderfreundlich, die mit der Maid. Also die ist doch komplett kinderfreundlich. Ich finde es einfach nur geil. Dem eine schön mit BH und der anderen ohne, ey. Naja. Leute, jetzt. Also bitte, Leute, nicht auf komische Ideen kommen, ey. Wenn ihr ein Stucky bestellt. Ach, die können damit machen, was sie wollen. Wenn sie eine Schutzfolie drauf haben, ist mir das eine Schnuppe. So, wo ist jetzt hier Ducky? Da ist Ducky. Schade, aber meins nur für. So, jetzt muss ich das hier oben mal kopieren und das da reinpacken. So. Dann lass dich beschenken. Ah, jo, schönes Weihnachtsgeschenk, ey. Und da schenkst du deiner Freundin. Aber das dann ohne BH. Ja, der ohne BH dann so. Wenn dann, dann schon, ne? Ja, das Problem ist, wir hatten so ein. Die hat sich so einen scheiß Adventskalender von der Eis.de gekauft, ne? Oh, ich hätte mir das ja auch eingekauft. Hätte ich letzten 2 Jahre nicht schon eingehabt, hätte ich nicht jetzt deswegen so viel Spielzeug in meinem Schrank. Ich habe keine Lust mehr auf noch einen Eiskalender. Was habe ich doch so ein Befriedigungsding da. Ist das strange, dass meine Freundin den am allerersten Tag schon komplett auseinandergepflückt hat und enttäuscht war, dass das gleiche wie letztes Jahr drin war? Nicht ganz. Ich find's eher weird, dass man das dann sowas macht wie ich und dann halt am Weihnachtstag den kompletten Kalender mit den Discord-Leuten aufmacht. Okay, dann das ist geil. Da saß ich dann hier und hab mit Cam halt die ganzen Kalender auseinandergenommen. Und dann habe ich mich dran verletzt, an einem Sexspielzeug. Genau das ist passiert, Frettchen. Genau das ist passiert. Hast du es dir zu stark reingedeutet oder was? Nein, ich habe mich an einem Sexspielzeug für Männer geschnitten. Für Männer. Ja, ich habe die Taschenmuschi aufgemacht, habe die Finger reingesteckt und habe mich dran geschnitten. Oh, ja, genau die. Oh, war das nicht sogar die, wo ich auf Discord einfach nur noch Lach-Emotes gepostet habe, als ich das erfahren habe? Ich glaube schon, ja. Und Nico, das Emot ist seit heute drin. Es wurde vorhin angefertigt und ich habe es halt vorhin reingetan. Und Nico left the chat. Ja, bei dem Thema kann ich das nachvollziehen. Aber ja. Und HK, ich weiß nicht wie, da war eine scharfkantige Stelle und dann dachte ich mir, hab ich geschnitten. Dieses Sexspielzeug empfehle ich keinem Mann. Aber genau da stelle ich mir jetzt die Frage, so, was mache ich jetzt, hätte ich das genutzt, als Schwanz, was passiert? Schwanz auf. Hätte ich mich dafür beschweren können? Danke für die Explosion, wahrscheinlich schon, ja. Aber ich kann dir eins sagen, was dann passiert wäre, Schwanz ab. Nein, der wäre nicht abgewiesen, der hätte einen Schnitt drin gehabt. So eine schöne Narbe. Also Leute, das ist nicht schlimm gewesen, ich habe mir nur ein bisschen die Haut eingerissen, es war alles gut. Ich empfehle es trotzdem keinem Mann, das zu benutzen. So. Oh, warum hast du ohne eine Narbe? Jo, ich hab ja eine Wie gut ich mich bewegen kann, gerade sitze ich. Und nicht 5 Liegestütze! Oh, ekelhaft. Ich mach's so für dich. Ja. Nee, wir machen es den Männern beide. Oh nee, HK, nur eins. Ich finde das scheiße, wenn man 2 Sachen macht. Was denn? Ich sehe gar nichts im Chat. Er hat Liegestütze und Kniebeuge gemacht. Ich finde das scheiße.
Mit was fangen wir an? Ja, das, was als erstes kam. Scheiß Liegestütze. Wenn du es ja nochmal doppelt machst, dann kriegst du einen Timeout. Das sage ich dir so, wie es ist. Ich hasse das. Nee, ich mach keine Cam dazu an. Ich mach das so. Ich muss so schon genug leiden. Mit meinem scheiß Gewicht. Oh! Eins! Oh! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Oh! Mein Kreuz! Und du? Ich habe erst die 5 Liegestütze. Eins! Zwei! Meine Knie. 5. Ja, Hakala, da brauchst du gar nicht heulen. Ich finde das scheiße. Ja, aber wen hast du jemand, der mit dir macht? Ja. Du hast ja das Problem nicht, dass du übelst schwer bist und deine Gelenke das schon gar nicht mitmachen. Nichtsport ist gesund. Das habe ich tatsächlich mitgemacht. Hast auch mitgemacht, hat seine Hand. Ja, die Kniebeugen, die Liegestütze kann ich nicht mitmachen mit dem Finger. Alles gut. Nee, Herr Karl, Sport ist nur so lange gesund, wenn du deinen eigenen Körper damit nicht kaputt machst. Und es ist zu viel, 2 auf einmal. Ich sag das jedes Mal und trotzdem kommen Menschen um die Ecke und sagen, hahaha, ich habe jetzt beides gemacht. Ah, sind das. Ich geb dir einen Tipp, wenn sowas Namo der Fall ist, darfst du mir irgendwas raussuchen, wo du machen musst. Ich hab mir gesagt, er soll sich's raussuchen. Kam ja nichts. Oh, mein Handgelenk. Nicht geil. Deine Knie sind kaputt, ja, dann musst du meine Knie auch noch kaputt machen. Die leiden so schon jeden Tag unter meinem Gewicht. Oh, sorry fürs Mimimi gerade, aber das tut gerade höllisch weh. Oh. Und vor allem, ich brauche die rechte Hand, um die Maus zu steuern. Gebe ich dir einen Tipp? Eisbad. Ich gehe jetzt nicht Eisbaden, danach bin ich krank. Nee, keine Sorge. Ah, oh, Hand mach mit. Komm schon. Ah, oh, es knackt. HK, merkt ihr das bitte? Eins ist okay, ja, aber nicht 2. Das geht zu sehr auf den Körper. Aber er hat meine Schulter laut angefangen zu knacken. Ja, die tut jetzt aber auch nicht der Rücken weh und die Handgelenke und die Knie. Oh, was mir? Ich hasse diesen Körper. Ich bin erst vor kurzem an der Schulter operiert worden, aber danke. Warum machst du dann Liegestütze? Bist du des Wahnsinns? Immer. Du gehörst gebunkert. Lilith, soll ich dir mal was Witziges sagen? Am 24. habe ich sogar einen Showkampf im Kickboxer. Ein Benefizkampf für ein krankes Mädchen. Ja, und dann bist du der kranke Boxer, der dann auch ein Benefit braucht. Ja. Wenn ich meinen Gegner kenne, wenn er das komplett ausnutzt, dass ich für deinen Arsch ist. Weil ich kämpfe gegen die Champions. Bei ja, den toll. Benefizkampf. Und 3 Monate später geht's um den Titel. Gegen uns beide geht's um den Titel. Eigentlich haben wir. Ich weiß nicht, ob es sogar drin steht, HK. Ich weiß nicht, ob es sogar drin steht. Warte mal. Dein Avatar ist aber heute eher wie weihnachtlich süß. Warte mal, warum hab ich da jetzt einen Belohn drin? Ja, ich möchte den Text da entfernen. Ich will den Text da entfernen! Mach ihn weg. Ja, weg damit. Du rastet aus. Ja, immer. Ich werde entdecken. Warum geht das denn auch nicht? Kummel, kummel, kummel. Steht's ganz groß, du. Warum kann ich die scheiß Belohnung nicht verschieben? Was soll denn der Kack? Sorry, dass ich gerade so ein bisschen abgefickt bin. So, es geht mir aber gerade auch ein bisschen auf den Sack hier. Ich ergänze das jetzt gleich noch da drinnen. Nach der Runde.
nicht. Ey, twerkt ihr mich? Nee, ich hab gerade für dich getwerkt. Wir haben Glocke. Lilith, ich werd dich. Da ist mit Glocke. Ich hab für dich nur getwerkt. Twerky, twerky, twerky. Mein Gott, nein! Also, nie will ich work. Lilith, was hast du morgen vor? Morgen mit dir will eines Tier anspielen. Für Dynasty. Ja, da gibt's dann den Koop-Modus. Was war das? Das Mittelalter-Game. Ach, das war das mit Sklaven! Ja, wo ich mein Sklavendorf aufgebaut habe. Ja, ich hab's mir ja auch geholt gehabt, nachdem du gesagt hast, man kann da Sklaven haben, habe ich es ja instant gekauft. Das kommt darauf an, ob mein Mitspieler es gestattet ist, live zu spielen. Dann werde ich es live spielen und wenn nicht, dann halt nicht. Mit wem willst du das machen? Mit Husto. Kenn ich nicht. Ja. War vor deiner Zeit. Glaube ich. Ich kann live spielen, ich habe die Genehmigung. Morgen sind wir live. Lilith, dann spiel mal den Rainbow. Du weißt, dass ich richtig scheiße in dem Spiel bin. Ich auch. Dann können wir zusammen fleißen. Das kann ich bestätigen. Dass er scheiße ist oder dass ich scheiße bin? Such es dir aus. Oh, Mick, trotzdem habe ich die letzte Runde gewonnen. Als ihr alle gerade tot wart. Ja, und du weißt aber, warum ich so Probleme in diesem Spiel habe, wenn ich mit dem Dude spiele. Ah ja. Ey, warum geht da hinter mir her, Junge? Lenken Sie mich. Lock ihn weg! Lock ihn weg! Ich mach den Chef! Ich probier. Oh nein, er kommt. T-backst du mich noch ein einziges Mal? Verdammt! Ich dich. Weg hier. Stück Scheiße, Alter. Ich hoffe, dir fallen die Ärmel ins Wasser. Jolo! Wo ist der Raketenwerfer, wenn man ihn braucht? Vorsicht! Weiß ich, ob er noch an meinem Arsch ist oder nicht? Achso, der Randy versteckt sich übrigens im Schrank die ganze Zeit. Alles nett, dankeschön. Erst das Event abgesagt war, was ich machen wollte am 25.12. Ja. Was? Ja. Lilith, passiert? Was machst du am 24. Mit meiner Familie Weihnachten verbringen. Am 25. Da gibt es wahrscheinlich nur das Mittagessen und ansonsten habe ich abends, glaube ich, frei. Was machst du denn am 10. Dezember? Am 10. Dezember, das ist. Wann? Sonntag. Vorsicht, lauft! Diese Woche Sonntag habe ich noch nichts vor. Das Fortnite-Spiele. Nee, habe ich nicht. Spiele ich auch nicht. Nee, dann bin ich raus. Da. Rainbow geht, Fortnite nicht. Aber jedem das seine, wer spielen will, soll spielen. Ja, ihr könnt ja spielen, aber ich bin halt auch nicht so der Typ dafür. Das ist halt einfach so. Ich spiele das lagt halt jetzt komplett rein. Ich habe noch nie Fortnite gespielt. Jetzt hebt er mich auf, wo ich fast geil bin. Lass den alten Mann in Ruhe, du Arsch. Hebt die junge Braut auf. Wollt ihr jetzt echt abhauen, ohne den hier? Der kommt. Lauf. Du kleines Stück Ratte von Randy, Alter. Lauf, egal was passiert. Der kommt zurück. Ja, Luther. Ah, war der echt daneben? Er kämpft den halt so ab, ja. Das ist halt nur Randy.
Ja, der wurde halt ausgepfiffen. Ich wollte sagen, der Randy kann ruhig sterben, Sebastian. Heilen! Ja, du Penner, ey. Du nimm. Er geht hinter dir, ja. Oder? Da krieg ich trotzdem durch, Keller. Der ist ziemlich aggressiv. Ja, der Randy trollt aber auch, der wirft die Pellets einfach um, ohne Gefahr vom Keller zu haben. Er geht mir daher. Ja, er kommt gleich wieder zu mir wahrscheinlich. Oh, Alter, Randy! Also, wo bist du? An dem Channel, den wir vorhin hatten, wo wir uns geheilt haben. Ich kann den Randy sehen. Na gut. Nein, klappen! Oh, fuck it! Alter, der hat mich erschreckt. Oh! Ich erschreck dich doch immer. Doch nicht du, der Klappenmann! Ich erschreck dich doch immer. Ich kann einen Mix sehen! Jetzt hinten im Fenster und heilt sich! Ein Fenster? Ja, da hinten am Fenster, bei dem Chen. Guck mal, da ist Fenster raus. Ich hab hier kein Fenster! Ja doch, direkt vor dir! Das ist eine Tür! Das ist doch keine Tür gewesen! Doch! Nein! Das war ein Fenster zum Durchspringen! Nein, ich bin einfach durchgelaufen! Hä? Aber hinter dir war so ein kleines Fenster, da konnte man dich sehen! Wie du dich da selber geheilt hast! Wie hat der connected noch, der Hit? Ich glaube, da war ein Fenster, so hat man dich wirklich gesehen. Ja! Du kannst gerne den gesehen, BODs nachgucken! Wie hat der jetzt noch connected, der Hit? Ja. Ich mach schon mal Marshmallows. Mach das. Okay. Machst du mir eigentlich mit Schoki-Überzug? Lille muss rauskommen. Ich muss nicht rauskommen. Du kommst raus. Ah! Aua, du Arsch. Du. Muss Chance machen. Wo war ich denn gerade? Da. Ja, du. Kann das bitte mal jemand klippen mit dem Fenster, um es mitzuzeigen? Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Lauf, Mädel. Okay, jetzt bin ich tot. Doch, noch nicht! Alter. Lauf, Lil. Such die Luke, Lil. Noch kann ich gar nicht laufen und die Luke suchen. Er weiß noch, wo du bist. Woher? Barbecue und Chili. Ah. What the? Nico. Say goodbye, Lilith. Nein! Nein! Überlebe. Führe unser Erbe fort. Was für ein Erbe? Da, wo sind jetzt die Marshmallows mit? Hab ich schon aufgegessen, ihr habt zu lange gebraucht. Bonk ihn zu Tode! Bonk ihn zu Tode! Zu Tode, zu Tode, zu Tode! Verbrennt den, Mick! Ah!
Luke, wo bist du? Oh. Was? Nein! Oh. Wie hat man uns getankt? Scheiße! Willkommen im Reich. Danke fürs Packbot. Willkommen im Reich der Toten. Wo ist mein Melos? Und meine Kekse? Ich hatte alle leider gegessen. Du musst dafür jetzt ewige Qual geben. Nein, mach ich nicht. Ein Gummihandschuh anziehen. Oh mein Gott, mir grenzt, sie hat den Gummihandschuh an. Du vergisst, mich steht auf sowas. Ja, mich steht ja auf sowas. Ja. Voll vergessen. Ja. Ich schmeiß mit seinem Arsch los. Ah, la die Waldfee. Dann opfer dich für mich, Mick. So. Dup, 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 dup. Da. Komm her mit den Handschuhen. Lieben gern mich. Bin schon auf dem Weg. Ich nehme mit, dass die Bodenluke bei der Killercheck spawnt, ne? Bitteschön, ich hab schon mit ein paar Heizungen vorbereitet. Ja, im Winter sind sie halt meistens rot statt gelb, ne? Land ja auch die gelben. Oh, so herrlich. Seid ihr bereit? Diese nur ein ganze Blut. Eine Runde spiele ich noch, danach mache ich Feierabend. Ich habe eigentlich gerade nur auf die Info gewartet, ob du noch eine machen willst oder nicht, weil ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, eine mache ich noch. Danach muss ich ins Bett. Das hänge ich morgen noch mehr durch. Und was wetten wir, dass du morgen trotzdem müde bist? Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen danach machen. Ja, ich kenne dich mittlerweile. Miss männlicher Körper, weibliche Stimme oder was? Ne, ist umgekehrt. Weiblicher Körper, männliche Stimme, Bars. Ich hab voll die männliche Stimme, okay. Ohne richtige tiefe Männerstimme. Ich bin voll du der weißt, Mann hier. Du weißt, auf welches Spiel die Anlehnung war. Cyberpunk. Ja, stimmt. War ja weiblicher Körper, männliche Stimme. Oh ja, das hat mich jedes Mal so abgefuckt, als die als er bezeichnet haben. Ja! Die hat so schönes, oranges Haar! Und dann. Am Anfang von deinem Stream hat du Cyberpunk gestanden und jetzt. Und dann hast du den DVD noch geändert. Ja, musste ich. Sonst kommt Verwirrung auf. Ah, es war wirklich das Einzige, was ich nicht vorher überprüft habe. So. Ob der Titel auch erst so passt. So. Und dann dachte ich mir, scheiße, ich habe schon auf den Live-Button geklickt, weil ich mein Stream Deck ausprobiert habe, weil die Knöpfe nicht funktioniert haben. Hast du schon einen neuen Trailer vom GTA 6 gesehen? Wie bitte? Was ist mit 6? Habt ihr schon einen neuen Trailer von GTA 6 gesehen? Nee, noch nicht. Ich bin echt nicht gehypt auf das Game. Die hat 18 angepriegt. Ah nee, Xenomorph! Och nee. Ja. Gegen den Xeno spielen. Muss ich denn immer wieder am Mittwoch sein? Wo kann ich Xeno quitten? Ne, komm, wir quitten alle. Okay. Der Random kann alleine spielen. Okay. Wir haben gedacht, alle einfach nur okay sind. Okay.
Komm, wir versuchen es trotzdem. Ich hasse den zwar, aber... Das lange, harte Ding kommt zum Schluss. Ja. Wir werden jetzt alle entjungfert. Seid darauf gefasst. Tödlich entjungfert, ja? Tödlich entjungfert, ohne ja. Sahne. Ohne Sahne. Ohne Happy End. Naja, der Killer hat sein Happy End. Ja, aber wir nicht. Ja. Happy End heißt für beide Seiten. Nicht nur für eine. Nein, er kriegt den Killer. Das Killer Happy End. Entweder bekommt er von mir. Das Bloody Mary Happy End. I see. Mir gefällt der Spot schon. Ja. Ja, er gefällt dir. Nee, ich bin doch schon gefühlt tot. Ich bin auf der Kellertreppe gespawnt, wo es zum Keller vom Killer geht. Ajo. Ich bin auf der offenen Straße, also ich bin das leichteste Opfer von allen. Gegen bitte weg. Bitte nehmen Sie Ihr Glied und verpissen Sie sich von hier. Du fährst lange Flut als Jeff. Und du kommst und du bist immer noch hässlich. Hi. Ach scheiße, hi Xeno. Ciao Xeno. Ich wollte gerade ein Geschütz nehmen und dann kommt Xeno daraus gehüpft. Ja, war bei uns auch schon so. Hab den Hit getankt, lauf! Ja, Xeno wird euch aber jetzt dafür mobben. Niemals! Denn er weiß nicht, wo ich bin. Hänge leider trotzdem. Aber Random hat sich ehrenvoll zwischen mich und den Haken gestellt! Und mir kommt ehrenvoll und hängt mich wieder ab. Lass uns ins Haus gehen. Geile! Und nachdem ich Spaß hatte, mir erstmal das Geschütz zu holen, ne? Ja. Ich hab geblendet. Er geht ins Haus und kommt jemand wieder raus. Dann ist er voll. Aua. Ja, okay. Und schreien. Auch wenn wir hier ganz unpassend stehen. Wie du so in sein Loch reinguckst. Du siehst, wonach ich gierig bin gegen ihn, ne? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Nicht ins Haus rein, nicht ins Haus rein. Sebastian, ich komme! Ich hab den mit. Dann tut's jetzt so weh, wenn es drin geht. Wo bist du denn? Ach, da hinten! Bring Marceline mit. Nee, der Gummihandschuh reicht. Meine Definition gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, entweder du bist mit dem Gummihandschuh zufrieden oder du kriegst gar nichts. Ja, also wirklich. Sag mir nächstes Mal eher, dass du hängst. Ich hab den Random verteidigt. Wow. Ja, ich dachte, du rennst da um dein Leben da unten. Vergiss, ich bin ein Opi. Ja, der alles vergessen würde, wäre es nicht angeklebt an ihm. Ja! Alzheimer, eine Brille. Was erwartest du noch von Opi? Also haben wir seine Zigarette teilt mit Fang. Hallo.
Das gebe ich dir ganz gerne, du. Einmal durchsmökern, dann geht's dir besser. Nee, der Schmerz ist vergessen. Los, weg damit. Ja, gib mir mal eine Zigarette, bitte. Okay. Nur so, ich bin akut nicht Raucher, ne? Und der kommt. Aua! Wieso trifft der dich und nicht mich, wenn ich auf ihn zulaufe? Hä? Weil er OP nicht schlagen will, weil guck mal, er findet OP scheinbar sympathisch, ja? OP ist immer sympathisch, Leute. Und immer smexy. Alter, wer macht den nicht auf Falten und sie, ne? Diese blutige Haut. Sebastian, lauf mich zu. Irgendwer rennt hier mitten im Schiff rum. Jetzt lauf! Lauf! Da liegt ein Slilith. Lauf weg! Jo, viel Spaß beim Leute ärgern. Warum geht ihr denn auf dich? Darf ich noch backen? Warum? Ja. Was hat er denn mit dir? Aua. Arschloch. Ja, mein richtiges Arschloch. Wohin jetzt? Der hat keine Vaseline verwendet. Ja, er benutzt halt einfach keine Vaseline, wie unfair. Das hat halt weh getan. Dort benutzen Kinder immer Vaseline oder Gleitgel. Ja, der macht hier einfach mit Anlauf rein da. Aber der hat dabei wirklich mit Anlauf. Macht ihr mal, Jens? Ich schau im OP zu. OP Power. Ich bin besser als ein Bauer. Spaß. Und jetzt, wenn ich sterbe. Und jetzt tot. 5 Sekunden später tot. Oh, das wäre echt geil, wenn ich jetzt einfach sterben würde, so, ne? Altersschwäche. Ja, so ein Altersschwäche, einfach verstorben. Auf dem Schlachtfeld. Ich würde dich auslachen. Ja, ich weiß. Zu Recht. Einfach oben so her. So bumm. Und da sieht man nur noch, wie Alien der Ärzte Hilfe macht. Ich brauch die Punkte! So Schnauze zu Mundbeatmung. Warum nicht Gleichschwanz zu Mundbeatmung? Der hat ja so einen Doppelmund, das ist ja besser. Ah. Ich bin ihm ins Gesicht gejumpt. Wie unlucky. Passiert. Hast du ihm deinen großen langen Knüppel ins Gesicht gehalten? Ich spiele Fang. Ich habe ihm meine Bubas in die Fresse gehauen. Oder den S. Nee, Bubas, ich bin ihm ja ins Gesicht gejumpt. Ach so. Da. Fang hat doch so ein großer Knüppel in der Hose. Sieht man bloß nicht. Jetzt wird sein Löchern verschwunden, wie es scheint. Ja. Lustiges, vor 3 Stück stehen einfach Geschütze. Ich wollte gerade vor Panik einfach rausrennen. Er war nicht mal hier. Aber bitte schneller. Aber hier. Oder? Ja, aber nimm mich. Kannst an den Gen gehen wieder. Okay. Ich wollte schon wieder rausrennen. Auch Lilith. Was denn? Rausrennerin drin bleibe. Wo bist du denn mit dem? Ach da! Auf OP, kämpfen und siegen! OP!
Tobi kämpfen und siegen. Ich hab wieder Glitzer-Bobbas. Auf geht's, Bubbas kämpfen und siegen. Opa, Alzer, Rettung! Du musst einfach nur zum Killer rennen und die Hose runterziehen, dann rennt er. Killer. Zu viele Falten, zu wenig Vaseline. Der hat keinen Respekt vorm Alter. Nee. Ah! Aber er tunnelt wenigstens gerade nicht. Also dich hat er mit dem großen, mit seinem langen Ding geholt, mich nicht. Den Opa passt halt viel rein, ne? Sorry, Leute. Mein Body blockt mich nicht. Random? Da bekomme ich die beim Opa passt ja viel rein. Guter alter Opa. Oh, nervt das. Man muss beim Opa aufpassen, dass er nicht runterfliegt. Dass er nicht einfach wo wegfliegt. Müssen weiter. Lauf. Don't die! You're not allowed to die! No! Meek! Meek am Boden. Bring ihn um. Bring den Killer. Wo ist denn die Killer-Check? Keine Ahnung. Und dann muss auch erst der Randy noch verrecken, damit du die Luke bekommst. Ja, der Killer geht ja gerade auf Randy. Liv. Ja. Verrat ihn. Nein. Der wird mich dann dafür hängen. Nein. Egal, wer da gebannt. Das ist nicht die Killer-Check. Ja, wo? Und was hast du heute gemacht? Ich habe heute Randy verkauft. Mehrfach. In welchem Spiel denn? Versteck dich im Hohen, rock den Gras vor ihm! Mach den Chucky. Ich find's aber geil, dass es so in der Beschreibung steht, Gummihandschuh. Wie YouTuber, Gummihandschuh, weiblich. Panzer. Ja. Deutsch. Cat, Sudrupus, Vampir. Das sind die drei Sachen, die bei meinem Dings drin sind. Also was bist du jetzt? Bist du jetzt eine Katze, ein Sudrupus oder ein Vampir? Ich bin alles. Drei. Sie ist zu 33,3% Katze, 33,3% Succubus, 33,3% Vampir. Ja. 33,3% einfach nur horny, okay. Dauerhorny, wenn dann bitte. Ja, das ist jetzt so 100%. Ja. Was ist da mal ein muss ich da mal gucken, was ein Succubus nochmal ist. Weiblicher Sexdämon. Ja. Ah, okay. Der sich an deiner Lebensenergie labt. Ja. Mann, sie ist rausgekommen. Träumen so wie in Realität. Ja. Spritzt Sahne herum, jawohl. Ist das jetzt hier die Killer-Check? Nee, ne? Nee. Das ist einfach nur ein Schuppen. Wo ist denn hier die scheiß Killer-Check auf der Map? Killer-Check. Ins Meyers Haus nochmal. Wo war denn Meyers Haus hier? Das ganz große. Das da. Alle irgendwie groß. Dem auf der Anna Straßenseite. Das weiße große Haus. Auf der anderen Straßenseite. Ja, toll. Das ist mein Haus. Und mein Haus ist direkt das daneben dran. Ja, ich Ach, du meinst direkt. Das, wo das Geschütz oben noch aktiv ist? Ich wohne direkt nebendran. Ach.
Nick, hör doch auf, dauernd mit Sahne rumzuspritzen. Nee, lass mich doch. Das ist hier aber der Gag an der Sache. Aber es ist diesmal keine süße Sahne gewesen. So. Ah, oh, Meg hat sich also gewedelt. Die Vorlage konntest du dir nicht nehmen lassen. Das nee. Tut mir leid, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Die Palme war auf einmal so mächtig in seiner Hand. Er konnte nicht anders als zu spritzen. Auf den Keller doch immer. Am Ende sieht man, Mick sein Geist, sie hat Mathe Killer. Ey, der Mixer kommt hierher! Mein Gott, die Sahne. Mach mich weiter und sprich mich an. Wir müssen in das Weiße Haus! Da ist ein Geschütz. Geh, komm mit dem Geschütz. Ich hab's nicht raus. Du kommst raus noch? Boah. Ich bin rausgekommen. Beruhige, tief ein- und ausatmen. Lass dich immer mal frei! Danke für den Haki. Und jetzt darfst du ihn beleidigen. Nein, ich beleidige ihn nicht. Noch nicht. Du bist noch Zuschauer. Denk an Sahne. Denk an die Brühe. An warme Sahne. An warme, salzige Sahne. Extra salziger. Jawohl, Mick esst noch extra salzig. Warum nehmen wir nicht gleich Margarine? Alter, besteigt er die jetzt gerade? Was soll denn. Da hat die voll gerammelt, habt ihr das gesehen? Jo, die anderen haben gerammelt, ey. Die anderen war so bam, 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 bum, bam, bum, bam. Der wurde da seine Sahne verspritzen. Ich war auf der falschen Seite vom Haus. Na toll. Und den lässt er jetzt raus. Das triggert. Echt jetzt? Erstmal reporten. Ja. Von der Kamerad habe ich gespielt. Hey, oh. Let's go. Hi, René. Ein Mod ist erschienen. Endlich. Nach der Sache vorhin. Oh. Aber tolles Timing, ne? Ja. Jetzt, wo ich Feierabend mache, ist der Motorschi. wir essen live. Wir essen schönes Live, dass ich hier sagen kann, hier schieb ich rüber. Ich hätte hier so ein Dirk im Angebot. Mit Minecraft. Ey, Schau, hab ich lange nicht mehr gewählt. Oder. Ich hab jemanden mit Cyberpunk. Oder die Peitsche? Ich bin da überhaupt nicht richtig. Wer, wie, wo, was, Peitsche? Hä? Ja, Cyberpunk, Peitsche. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Aber ich glaube, die Person wird mich nicht kennen, das ist halt das andere Ding. Dann gibt es eigentlich nur One Block bei mir. One Block, wenn ich Zeit dafür habe und Bock. Und wie geht's, deine Zeit? Also morgen hast du Lust und Zeit dafür. Nein, habe ich nicht. Morgen spiele ich, wie gesagt, mit Evil Dynasty. Wie geht's denn deinen Sklaven dort? Die arme Winnetcher, ey. Keine Ahnung, das ist das Problem. Ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich kann nicht alle gerade schon verhungert, ey. Also Leute, ich schicke euch zu Nami. Die Liebe spielt nämlich auch DBD. So.
Dann, da werde ich diesmal mitgenommen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Okay. Macht euch bereit für den Höschen-Wait, ne? Okay, für den Höschen-Wait. Nee. Ja, ich mache euch noch die Raid-Nachricht fertig. Ich komme noch nicht ran. Ans Höschen. Moment. So. Kopiert euch die Panzer-Raid-Nachricht. Also Tsunami. Ja, es geht Tsunami. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs dabei sein, mich ertragen, die Killer ertragen. Danke fürs Mitspielen. Wir hören uns schon dann morgen. Ne? Dann und ciao. Bye bye. Viel Spaß bei Nami. Verbreitet da ein bisschen gute Laune, ne? Bye bye.